Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind gerade wieder als Prinzessin Peach unterwegs nach unserem gestrigen Sieg über die Flammenpiranha-Pflanze. Ah, es ist Prinzessin Peach. Wie ist sie nur rausgekommen? König Bowser dreht am Rad, wenn wir sie nicht gleich auf ihr Zimmer zurückbringen. Oh, Hammerbruder, eine Sekunde. Krieg dich wieder ein. Ja, kein Grund zur Panik. Sie kann ohnehin nicht aus dem Schloss entkommen. Und wenn sie schon mal da ist, könnten wir fragen, ob sie an unseren kleinen Spielchen teilnehmen will. Sie wäre ideal und wir brauchen noch einen dritten Teilnehmer. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, dann mal los. Prinzessin Peach, habt ihr mitgehört? Hier entlang bitte. Wir werden König Bowser nichts von eurem Flucht verraten, wenn ihr an unserem Spiel teilnehmt. Wir haben hier drüben schon alles vorbereitet. Ja, ich komm mal mit. Machen wir eine Runde Monopoly, ne? Oh nein, Prinzessin Peach. Eine Quizshow. Das Koopa Corps präsentiert das 64 Trivia Quiz Finale. Ich bin Ihr Gastgeber, Herr Hammer. Ja, und wie funktioniert das Spiel? Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich stelle Ihnen 10 Fragen. Wer die meisten richtig beantworten kann, ist hier der Gewinner. Drücken Sie A, wenn Sie glauben, die richtige Antwort zu wissen. Der Gewinner erhält einen fabelhaften Preis. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und noch etwas. Wir vergeben auch Preise für die Teilnahme, also ist jeder Teilnehmer ein Gewinner. Bereit? Erste Frage. Also gut, Prinzessin Peach. Lava Piranha. Das ist richtig. Und gleich weiter zur nächsten Frage. Zweite Frage. Oh, ich hätte erstmal lesen müssen, ne? Ah, ich habe nicht gelesen. Top Town. Shit, ich habe nicht gelesen. Ich wollte gleich drücken, damit ich dran bin. Tut mir leid, das war falsch. Die Antwort lautet Blütenfelder. Ich weiß nicht, was Blütenfelder sind. Oh Gott. Okay, weiter. Dritte Frage. Wie lautet der Name des kugelrunden Monsters, das man im staubtrockenen Ruinen finden kann? Also gut, Prinzessin Peach. Chomp. Das ist richtig. Sie haben noch eine Chance für ein Comeback. Vierte Frage. Wie erreicht man die Blütenfelder? Man muss das Blütenfeldtor passieren. Das ist richtig. Es kann noch jeder gewinnen. Fünfte Frage. In welcher Person ist König Bowser verliebt? Also gut, Prinzessin Peach. Ich hoffe, man kann hier nichts verkacken. Das wäre dumm. Das ist richtig. Und jetzt aufgepasst. Sechste Frage. Was ist untrennbar mit Blütenfeldern verbunden? Untrennbar. Goomba? Goomba. Okay. Wenn ich hier alle Fragen richtig beantworte, kriegt man dann einen besonderen Preis, Leute? Habe ich jetzt hier was verkackt, weil ich quasi schon zwei Fragen, eine Frage abgegeben habe und eine Frage falsch beantwortet? Mal gerne in die Kommentare schreiben, bitte. Die nächste Frage ist ganz leicht zu beantworten. Wie lautet der Name des wundervollsten, unbesiegbaren, einfach coolsten Kerls auf der ganzen Welt? Bowser. Das ist richtig. Jetzt gut überlegen. Achte Frage. Wie heißen die Geister, die in Nimmerwald leben? Also gut, Prinzessin Peach. Buhu. Jetzt wird's schwierig. Neunte Frage. Wie lautet der Name des Bereichs im Postabend von Tottown? Okay. Ne, der Blumengarten. Das ist richtig. Und zehnte Frage. Zur letzten Frage. Ruhig Blut. Wo befindet sich derzeit der Pilzpalast? Im Himmel? Auf Bowsers Festung. Im tiefsten Wasser. In Beaver City. Auf Bowsers Festung. Das ist richtig. Ich hoffe, man muss nur gewinnen.
Das 64. Trivia-Quiz-Finale ist hiermit beendet und zwar mit einem Riesenerfolg. Der Sieger ist, wow, unser unerwarteter Gast, Prinzessin Peach. Gratulation, Prinzessin, hier ist euer Preis. Jelly Royale, nahrhaft, Snack, geil. Danke, dass Sie alle erschienen sind. Es war ganz großartig. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Trivia-Quiz-Finale wieder. Ich hoffe, ich habe kein Item verkackt. Also zumindest kein Orden oder Sternsplitter oder sowas. Oh, Prinzessin Peach, was hätte ich jetzt vergessen? Hier ist euer Preis für die Teilnahme. Ein Mutierschirm. Ein Schirm, der die Teilnahme an einer Quizshow erhalten. Okay. Das ist ein Mutierschirm. Wenn ihr jemanden anseht und B drückt, könnt ihr euch in diese Person verwandeln? Ihr müsst aber versprechen, dass ihr mit seiner Hilfe nicht im Palast herumschleicht. Ich meine, niemand würde euch als Prinzessin Peach erkennen. Stellt euch vor. Tut mir leid, dass wir nun einen so geringen Preis für euch haben, Prinzessin. Hehehe. Aber ist ja nur der Preis für die Teilnahme. Also, was erwartet ihr? Wie dumm. Was ist denn hier los? Das sieht lustig aus. Ich will auch mitmachen. Was? Ihr seid schon fertig? Ach, was für ein Pech. Ja, Prinzessin Peach, was macht ihr denn hier? Sie hat sich schon wieder fortgeschlichen. Ja, ihr bringt Prinzessin Peach sofort zurück auf ihr Zimmer. Jawohl, Sir. Verzeihung, Prinzessin. Nein. Aber diesmal haben wir keinen Hinweis bekommen. Irgendwie. Yay, wir sind zurück. Oh, weh mir, mein schöner Schatz. Was sagst du da? Kein Schatz der Welt ist so wertvoll wie das Leben. Sei dankbar, dass du entkommen konntest. Unfassbar, diese Insel wurde einer schrecklichen Gefahr ausgesetzt, weil Bowsers Leute am Werk waren. Aber bald wird das Beben abflauen und Lava Lava Island wird wieder zu einem Paradies werden, das es vorher war. Aber... Ach Mann, sei doch nicht traurig. Lieber Mario... Du hast nun schon 5 von uns gerettet. Nur noch ein paar mehr. Mein Name ist Mister. Lass mich dir meine Kraft leihen, die dir auf deinem Weg helfen wird. So. Geil. Marios Sternkraft erhöht sich auf 5. Mario erhält die Sternkraft Himmelskuss. Himmelskuss haucht wieder Leben in erschöpfte Helden. Aha. Ich muss nun in den Sternhafen zurückkehren. Aber wenn du mich brauchst, dann kannst du mich jederzeit rufen. Ich werde über dich wachen. Ich werde über dir wachen. Und für deinen Erfolg beten. Schon bald wirst du die Prinzessin wiedersehen. Hab Vertrauen, Mario. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Wir sehen uns bald. Okay. Wunderbar. Oh, ich war so nah dran. Der Schatz, so nah. Und dann muss ich mich auch noch von einem großen rosa Seestern ausschimpfen lassen. Ciao. Ja, also irgendwo ist der Schatz im Dschungel gelandet. Das haben wir im letzten Part gesehen. Ich werde aber erstmal nochmal in den Vulkan reingehen. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erledigen dort. Miau. So, einmal voll healen. Und weiter geht's. Ich hoffe, es sind nicht ganz so viele Gegner gespawnt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sind sie alle wieder da. Aber damit müssen wir irgendwie fertig werden. Miau. So, wir raisen einfach mal kurz durch. Das sollte kein Problem sein. Außer, dass jetzt die Plattform halt hier fehlt. Das ist ein bisschen nervig. Los, schneller! Zack. Das ist die einzige Plattform, die nicht untergeht. Ja. Feuergegner am Start. Ist uns egal. So, okay. Und weiter geht's. Tiefer in den Vulkan. So. Wie war denn das? Es ging hier noch tiefer runter. Hier war ja nichts mehr weiter, ne? Ne, da hinten war man schon. Da hat man alles... Oder war da noch was? Ne, ne? Da waren wir fertig. Da gab es, glaube ich, nur einen Orden.
Wenn nicht, gerne in die Kommentare schreiben, falls ich jetzt was vergessen habe. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass da nichts mehr war. So. Genau, hier ging es dann... Da ging es dann auf jeden Fall zum Boss. Hier kommen jetzt wieder Gegner. Meine Güte. So, und dann konnte man einmal hier lang gehen. Und ihr habt jetzt auch gesagt, man kann mit dem Hammer wohl auch die neuen Sternsplitter ausfindig machen. Kann das sein? Jo, geil. Erster Griff erfolgreich. Bam, Alter. Oh, ich mache gar keinen Schaden. Wie traurig. Wir machen einfach Superbeben. Das macht erstmal einen guten Schaden, denke ich. So, wie klatscht man den jetzt weg? Weiß gar nicht, ob das geht. Halt A gedrückt. Wir probieren es mal. 4 Schaden. Aua. Und dann einfach nochmal eine Sprungattacke und fertig. Zack. Wie viel? Ah, nur noch 2 Punkte, ey. Ist ja nix. Menno. So. Ah, da oben haben wir auf jeden Fall eine Superkraft. Können wir einen erweitern? Die Frage ist... Ah, ich muss runterspringen, ne? Ja, ich muss von oben runterfallen. So, ich wechsle erstmal zu Bombette und mach mal eine Powerbombe. Bäm, Alter. Und dann Mario, du machst nochmal einen Superbeben-Attack. Zack, weg damit. Und da sind unsere BP schon fast wieder verbraucht. Aber ist ja nicht schlimm. Okay, also hier muss ich mich irgendwie fallen lassen. Boing. Frage. Achso, Sternsplitter habe ich schon wieder vergessen. Boah, ja, geil. Und ich kann einen aufstufen. Okay, wir nehmen mal. Megaschock. Fächerlady. Megaschock ist bestimmt ein Flächenangriff. Hört sich mega gut an. Sieht halt auch cool. Valkyrie. Koopa. Multikopfnuss. Man müsste halt wissen, was bringt. Ich würde jetzt erstmal What. Oder? What? Ja, komm, ich nehme What. Schönen Flächenangriff. Jo. Stuf mal auf. What würde zur Megasonne, Junge. What wurde in den Ultra-Rang aufgestuft. Nice. Okay, dann hätten wir das. Achso, und ich habe schon wieder vergessen. Sternsplitter, ne? Ja, ihr hattet gesagt, mit dem Hammer kann man das wohl jetzt auch ausfindig machen. Ah ja, cool. Ja, nice. Danke für den Tipp. Das ist ja mega. Das geht wirklich viel leichter. Da habt ihr vollkommen recht. Sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen lieben Dank. So. Geilo. So. Dann gehen wir jetzt hier nochmal schnell durch. Wow. Oh, shit. Das war schlecht. Oh, in den Arsch. Oh. Das hat wehgetan. Okay, ich will es mal ausprobieren. Paralysiert alle Gegner mit einem Elektroschock. Okay, ist nur eine Paralyse. Aber wir machen es trotzdem, oder? Nee, machen wir nicht. Ich mache Superbeben, let's go. Hä? Das verstehe ich nicht, warum... Das letzte Mal habe ich die alle damit umgebracht. Warum jetzt nicht mehr? Verstehe ich nicht. Nö, das verstehe ich gerade echt nicht.
Strategie-Mitglied wechseln. Wir wechseln zu Sushi. Wir machen nochmal einen Tsunami. Shit. Ja, es müsste ausreichen, oder? Auch für die Flamme. Geil. Bringt ja eh nur einen Punkt, drei Punkte jeweils. Also einen Punkt jeweils. Ja, jetzt haben wir keine BP mehr. Das heißt, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Wir könnten nochmal schnell hochgehen und könnten uns heilen. Aber nö, gell. Ich glaube, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Ja, okay. Watt war jetzt nicht die beste Aufstufmöglichkeit. Aber wir wollen ja eh alle aufstufen. Dementsprechend ist ja eigentlich egal. Klang jetzt für den ersten Moment ziemlich cool mit der Superparalyse da. Oder mit dem Superschock. Vielleicht, ja gut, kann ja auch super nützlich sein, ne? Okay, und dann haben wir jetzt noch den Bereich. Den kennen wir noch nicht. Und danach können wir nochmal in den Dschungel gehen. Okay, da gibt es eine Schatzkiste. Mit Paradaus-Orden. Macht einen Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig. Ja, gut. Oh shit. Du. Himmelskuss. Regeneriert 20 KP. Oh, cool. Ja, nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir machen einen Sternsturm. Wir haben nämlich keine Punkte mehr. Und wir kriegen jetzt erstmal ordentlich auf den Sack. Ich weiß gar nicht, wer ist denn am besten gegen den Feuergegner? Ich probiere mal, ob Watt überhaupt das machen kann. Nee, das geht nicht. Okay, ich wusste es nicht, ich wollte es mal ausprobieren. Dementsprechend egal. Geblockt, Junge. Aua. Okay. Und dann machen wir einfach nochmal Sternsturm. Dann sind die auch weg. Und theoretisch habe ich den Vulkan dann abgeschlossen, oder? Im Vulkan muss ich da nicht immer rein. Wir haben alle Orden, wir haben alle Sternsplitter, hoffe ich. Ich glaube, wir müssen hier nicht immer rein. Ich hoffe es zumindest, ja. So, schön. So, Herzchen, da. Nö, hier ist nichts mehr. Dementsprechend Power Carry. Rüber mit dir. So, und jetzt gehen wir wieder raus, heilen uns und gucken mal nach dem Schatz im Dschungel. Irgendwo muss der ja auch noch rumlungern. Weiß nicht, ob der jetzt specialmäßig irgendwo versteckt ist. Oder ob der einfach zu finden ist. Das muss ich mal gucken. Wie dem auch sei, wir gehen erstmal wieder nach oben. Achso, komme ich überhaupt zurück? Jetzt wäre irgendwie so ein Teleporter geil. Achso. Ja, ich muss halt den ganzen Weg jetzt zurück, ne, mit der, über die Lava. Zack. Okay, schön. Ja, wir werden demnächst auf jeden Fall auch mal ein bisschen offscreen. Naja, nicht offscreen. Oh Gott, nein! Ah. Ich habe mir gerade die Nase gekratzt, das war schlecht. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ja, ich werde demnächst mal ein bisschen offscreen rumrennen und werde aber nebenbei halt aufnehmen und werde dann die ganzen Backtracking-Dinger machen und die ganzen Sternsplitter einsammeln aus den vorherigen Leveln und das alles so ein bisschen zusammenschneiden. Dass wir dann halt im Endeffekt das alles in einen Part bekommen. Oder einfach so im Schnelldurchlauf kurz zusammenballern.
Ja. Ich denke, das ist ganz cool. So, haben wir hier denn irgendwas? Wo ist denn die Schatzkiste gelandet? Okay, hier ist der Baum. Kommt hier wieder diese komische Mucke. Ich habe halt keine Ahnung, wo dieser Schatz gelandet ist. Also, keine Ahnung. Sah komisch aus. Aber ich will es herausfinden. Ja Leute, aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall erstmal wieder mit dieser Folge. Im nächsten Part werden wir uns dann nochmal ein bisschen genauer hier im Dschungel umgucken und versuchen den mysteriösen Schatz zu finden, der womöglich, oh Gott, der womöglich von Colorado, ja, der womöglich für Colorado ist, ne, weil er wollte ja unbedingt den Schatz haben. Kann ich das eigentlich wieder mitnehmen? Nö. Das darf ich nicht. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.